Hallo meine Lieben, hier ist wieder Kerstins Hobbykanal mit einem neuen Video für euch. Und zwar geht es heute ums Farbenspiel, malen mit Acryl in dieser Kipptechnik. Ich habe schon mal ein Video dazu gezeigt. Was ihr dazu braucht, ist so eine Leinwand in der Größe eurer Wahl. Ich habe die Leinwand so auf so kleine Schnapsgläschen gestellt und ihr könnt auch Joghurtbecher nehmen, dass das etwas erhöht ist. Dann habe ich rechts und links solche Auffangbehälter, also das ist für die Grillwurst, also diese Sachen vom aus dem 1-Euro-Job genommen, weil die Farbe wird ja fließen. Und dann habe ich natürlich einiges an Abfall in Anführungszeichen, und da ich ein sparsamer Mensch bin, möchte ich das dann auffangen und für eine zweite Leinwand noch mitverwenden. Die habe ich hier. Das ist eine alte Leinwand von mir, die habe ich einfach mal mit Gesso unterstrichen und da werde ich dann die Reste drauf kippen. Ja, was braucht ihr dazu alles? Ihr braucht einmal Acrylfarben eurer Wahl, also ich habe hier grün, rosa, gelb, lila, weiß, braun. Ihr könnt auch alternativ schwarz nehmen. Entschuldigung. Die Becher habe ich mir einfach im 1-Euro-Shop oder beim Wollwood, da kriegt ihr die ja massig für 1 Euro, 2 Euro ganz günstig eingekauft. Das ist dann zum Mixen. Dann habe ich hier diese Holzmesserchen, die sind auch vom 1-Euro-Shop. Ihr könnt aber auch diese Spatel nehmen, die ihr in der Apotheke kriegt oder bei McDonald's. Wenn ihr euch da mal welche mitnehmt, Zweck umrühren, für jede Farbe eine. Dann habe ich einen Becher mit Wasser. Und damit die Farbe schön fließt, habe ich mir Silikonöl gekauft. Da habe ich hier ein bisschen was eingefüllt. Des Weiteren habe ich so eine Spritze, die kriegt ihr auch in der Apotheke. Das sind jetzt so eine kleine für 10, 12 mm passen da rein, ja. Damit werde ich das Wasser aufnehmen und das Silikonöl und in die Farbe tun und dann miteinander vermischen. Das Verhältnis sollte irgendwie in diesem Rahmen sein, also 50% Acrylfarbe, 30% Wasser, 20% Silikonöl. Ihr könnt auch Klarlack nehmen, was wasserlöslich ist. Und ich mixe mir jetzt mal die Farben in diesem Verhältnis zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt meine Farben zusammengerührt, ziehe mir jetzt Handschuhe an, weil das wird eine sehr nasse Angelegenheit. Deswegen habe ich auch auf meinem Tisch sehr viel Zeitungspapier untergelegt. Oder ihr könnt es auch auf dem Boden machen und dann mit irgendwelcher Folie oder Malerfolie. Auf jeden Fall müsst ihr alles rundherum schön abdecken. Weil ohne Handschuhe sehen die Hände ziemlich schlimm danach aus. Ja, dann fange ich jetzt einfach mal an.
Ja, und jetzt nehme ich einfach so ein einfach, ich habe Kopierpapier genommen, habe das einmal zusammengefaltet und jetzt werde ich die braune Farbe einfach über die anderen Farben ziehen. Mal gucken, was dabei entsteht, weil ich kann das nicht beeinflussen. Also wunderschön, die Farben haben sich toll miteinander verbunden. Ich kipp das jetzt noch mal ein bisschen. Entschuldigung, wenn das jetzt nicht ganz auf der Kamera mit aufgenommen wird. Ja, und das ist jetzt das Ergebnis. Ich lasse das jetzt mal trocknen und zeige euch dann das nochmal, wenn es fertig getrocknet ist. An der Seite mache ich das noch so ein bisschen, die Farbe verteilen. Also wunderschön, das Farbspiel, was entstanden ist, automatisch ohne meinen Einfluss, finde ich wunderschön. Wie gesagt, ich lasse es jetzt erstmal trocknen und dann zeige ich euch das später nochmal, wenn es trocken ist. Jetzt komme ich zum zweiten Teil, weil ich ja gesagt habe, ich lasse nichts verfallen. Weil Farbe kostet ja auch, das wissen wir ja alle. Jetzt nehme ich einfach meinen zweiten Keilrahmen, ziehe das über diese Farbe, die hier auf die Zeitung gekleckert ist. Ja, dann habe ich hier noch ein paar Reste. Ich nehme jetzt das Grün und vermische einfach ein bisschen von dem Rosa da rein. Und die ganzen Reste von meinen Farben schütte ich jetzt auch mit rein. Thank you.
könnt auch den Rest hier drüber schütten. Wie gesagt, nur nichts verkommen lassen. Und wir werden sehen, was dann daraus wird. So sieht jetzt der Mix aus. Jetzt schütte ich das einfach darauf und lasse es ein bisschen laufen. Und jetzt werde ich die Farben einfach verlaufen lassen. Ihr könnt somit wunderschöne Hintergründe erstellen, dann natürlich noch was drauf machen. Oder ihr lasst es einfach so, wenn es euch gefällt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch ein bisschen verwischen. Dann habt ihr noch einen weiteren Effekt. So, ich würde das jetzt mal so lassen, wie es ist, einfach trocknen lassen. Ich zeige euch nachher noch ein Foto davon, wenn es getrocknet ist. Und somit habt ihr zwei Bilder geschaffen zum Thema Farbenspiel, weil ihr das nicht beeinflussen könnt, wie die Farbe aussieht im Endeffekt oder wie das Bild im Endeffekt aussieht. Ja, ich finde das wunderbar. Es macht mir total Spaß und man kann wirklich so richtig spielen damit. Also gut, wie gesagt, ich zeige euch das nachher nochmal, wenn es trocken ist. So, jetzt sind ungefähr 17 Stunden vergangen. Ganz durchgetrocknet sind die Leinwände noch nicht, aber ich finde, es sieht wunderschön aus. Bei diesem hier habe ich noch ein paar weiße Kleckse drauf gemacht, weil mir das ein bisschen zu dunkel war. Und dann ein bisschen mit so einem Schaschlikspieß verwischt, also so Linien rausgezogen. Ja, das war das Bild. Und das zweite zeige ich euch auch noch mal von nahem.
ja, das war jetzt mein zweiter Versuch mit Aquarellfarbe abstrakt zu malen. Und ich finde, es ist mir auch gelungen. Also mir gefällt's. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, und ich sage dann tschüss.